Flamour Scholler, Fokusstrategie. Zweitens, oder zweiter Titel, Grundrechte, Artikel. Artikel 14 Menschenwürde. Absatz 1. Die Menschenwürde ist unantastbar. Absatz 2. Die Todesstrafe ist verboten. Artikel 15 Rechtsgleichheit. Absatz 1. Alle Menschen sind vor dem Gesetze gleich. Absatz 2. Niemand darf diskriminiert werden. Namentlich nicht wegen der Herkunft, der sozialen Stellung, der sexuellen Orientierung, der Überzeugung oder wegen einer Behinderung. Absatz 3. Frau und Mann sind gleichberechtigt. Das Gesetz sorgt für ihre rechtliche und tatsächliche Gleichstellung, vor allem in Familie, Ausbildung und Arbeit. Absatz 4. Frau und Mann haben Anspruch auf gleichen Lohn für gleichwertige Arbeit. Artikel 16. Rechte der Behinderten. Absatz 1. Für Behinderte sind der Zugang zu Bauten und Anlagen sowie die Inanspruchnahme von Einrichtungen und Leistungen, die für die Öffentlichkeit bestimmt sind, gewährleistet. Absatz 2. In ihrem Verhältnis zum Staat haben die Behinderten einen Anspruch darauf, Informationen zu erhalten und in einer ihren Bedürfnissen und Fähigkeiten entsprechenden Form zu kommunizieren. Absatz 3. Die Gebärdensprache ist anerkannt. Artikel 17. Willkürverbot und Schutz von Treu und Glauben. Jede Person hat Anspruch darauf, ohne Willkür und nach Treu und Glauben behandelt zu werden. Artikel 18. Recht auf Leben und auf Unversehrtheit. Absatz 1. Jede Person hat Anspruch auf den Schutz des Lebens und der körperlichen und geistigen Unversehrtheit. Absatz 2. Folter und jede andere Art grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Bestrafung sind verboten. Absatz 3. Niemand darf in einem Staat ausgeschafft werden, in dem ihm Folter oder eine andere Art grausamer und unmenschlicher Behandlung oder Bestrafung oder eine andere schwere Schädigung der Unversehrtheit droht. Artikel 19 Recht auf eine gesunde Umwelt. Jede Person hat das Recht auf ein Leben in einer gesunden Umwelt. Artikel 20 Persönliche Freiheit.
Jede Person hat das Recht auf persönliche Freiheit, Sicherheit und Bewegungsfreiheit. Artikel 21, Schutz der Privatsphäre. Absatz 1. Jede Person hat Anspruch auf Achtung ihres Privat- und Familienlebens, ihrer Wohnung sowie ihres Brief- und Fernmeldeverkehrs. Absatz 2. Jede Person hat Anspruch auf Schutz vor Missbrauch ihrer persönlichen Daten. Artikel 22. Ehe, Familie und andere Lebensformen. Jede Person hat das Recht, die Ehe zu schließen, eine eingetragene Partnerschaft zu begründen, eine Familie zu gründen oder alleinstehend oder gemeinschaftlich eine andere Lebensform zu wählen. Artikel 23. Rechte des Kindes. Absatz 1. Die Grundrechte der Kinder sind zu wahren. Absatz 2. Das Wohl des Kindes und dessen Anspruch auf rechtliches Gehör sind bei Entscheiden oder Verfahren, die es betreffen, gewährleistet. Absatz 3. Die Kinder werden vor jeder Form der Misshandlung, der Ausbeutung, des widerrechtlichen Verbringens oder der Prostitution geschützt. Absatz 4. Der Anspruch auf eine Geburts- oder Adoptionszulage und auf eine monatliche Zulage für jedes Kind ist gewährleistet. Artikel 24. Recht auf Ausbildung. Absatz 1. Das Recht auf Erziehung, Aus- und Weiterbildung ist gewährleistet. Jede Person hat Anspruch auf eine unentgeltliche öffentliche Schulbildung. Absatz 3. Jede Person ohne finanzielle Mittel für eine anerkannte Ausbildung hat Anspruch auf Unterstützung durch den Staat. Artikel 25. Glaubens- und Gewissensfreiheit. Absatz 1. Die Glaubens- und Gewissensfreiheit ist gewährleistet. Absatz 2. Jede Person hat das Recht, ihre religiöse oder weltanschauliche Überzeugung frei zu wählen und allein oder in Gemeinschaft mit anderen zu bekennen. Absatz 3. Jede Person hat das Recht, einer Religionsgemeinschaft beizutreten und daraus auszutreten. Absatz 4. Niemand kann gehalten werden, ohne die Kosten eines Kultus beizutragen. Artikel 26 Meinungsfreiheit. Absatz 1. Jede Person hat das Recht, ihre Meinung frei zu bilden, zu äußern und zu verbreiten. Absatz 2. Jede Person hat das Recht, Informationen frei zu empfangen, aus allgemein zugänglichen Quellen zu beschaffen und zu verbreiten. Absatz 3. Jede Person, die in guten Treuen und zum Schutz des öffentlichen Interesses dem zuständigen Organ rechtmäßig festgestelltes, gesetzeswidriges Verhalten meldet, wird angemessen geschützt. Artikel 27. Medienfreiheit. Absatz 1. Die Medienfreiheit und der Quellenschutz sind gewährleistet. Absatz 2. Die Zensur ist verboten. Artikel 28. Informationsrecht.
Absatz 1. Das Recht auf Information ist gewährleistet. Absatz 2. Jede Person hat das Recht, von den Informationen Kenntnis zu nehmen und Zugang zu amtlichen Dokumenten zu erhalten, sofern kein überwiegendes Interesse dagegen spricht. Absatz 3. Der Zugang zu den öffentlichen Medien ist gewährleistet. Absatz 4. Jede Person hat Anspruch auf hinreichende und pluralistische Information, damit sie sich am politischen, wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Leben in vollem Umfang beteiligen kann. Artikel 29. Kunstfreiheit. Die Freiheit der Kunst und des künstlerischen Schaffens ist gewährleistet. Artikel 30. Wissenschaftsfreiheit. Die Freiheit der wissenschaftlichen Lehre und Forschung ist gewährleistet. Artikel 31. Vereinigungsfreiheit. Die Vereinigungsfreiheit ist gewährleistet. Artikel 32. Versammlungs- und Kundgebungsfreiheit. Absatz 1. Die Versammlungs- und Kundgebungsfreiheit ist gewährleistet. Absatz 2. Versammlungen und Kundgebungen auf öffentlichem Grund können durch Gesetz einer Bewilligung unterstellt werden. Artikel 33. Petitionsrecht. Absatz 1. Jede Person hat das Recht, Petitionen an Behörden zu richten und dafür Unterschriften zu sammeln. Es dürfen ihr daraus keine Nachteile erwachsen. Absatz 2. Die Behörden prüfen die an sie gerichteten Petitionen. Sie nehmen so rasch wie möglich Stellung dazu. Artikel 34. Eigentumsgarantie. Absatz 1. Das Eigentum ist gewährleistet. Absatz 2. Enteignungen und Eigentumsbeschränkungen, die einer Enteignung gleichkommen, werden voll entschädigt. Artikel 35. Wirtschaftsfreiheit. Absatz 1. Die Wirtschaftsfreiheit ist gewährleistet. Absatz 2. Sie umfasst insbesondere die freie Wahl des Berufes und des Arbeitsplatzes sowie den freien Zugang zu einer privatwirtschaftlichen Betätigung und deren freie Ausübung. Artikel 36. Koalitionsfreiheit. Absatz 1. Die Koalitionsfreiheit ist gewährleistet. Absatz 2. Niemand darf wegen seiner Mitgliedschaft oder Tätigkeit in einer Arbeitnehmerorganisation benachteiligt werden. Absatz 3. Informationen der Arbeitnehmerorganisation sind an den Arbeitsstellen zugänglich. Absatz 4. Konflikte werden in erster Linie durch Verhandlung oder Mediation geregelt. Artikel 37. Streikrecht.
Absatz 1. Das Recht auf Streik und das Recht auf Aussperrung sind gewährleistet, wenn sie die Arbeitsbeziehungen betreffen und wenn keine Verpflichtungen entgegenstehen, den Arbeitsfrieden zu wahren oder Schlichtungsverhandlungen zu führen. Absatz 2. Das Gesetz kann bestimmten Kategorien von Personen den Streik verbieten oder das Recht auf Streik einschränken, um Mindestdienstleistungen sicherzustellen. Artikel 38 Recht auf Wohnung. Das Recht auf Wohnung ist gewährleistet. Jede Person, die in Not ist, hat Anspruch auf angemessene Unterkunft. Artikel 39 Recht auf einen angemessenen Lebensstandard. Absatz 1. Jede Person hat Anspruch auf die Deckung ihres Lebensbedarfs zur Förderung ihrer sozialen und beruflichen Integration. Absatz 2. Jede Person hat Anspruch auf die persönliche Pflege und Unterstützung, die sie wegen ihrer Gesundheit, ihres Alters oder einer Behinderung benötigt. Artikel 40. Verfahrensgarantien. Absatz 1. Jede Person hat im Verfahren Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung und auf Beurteilung innerhalb angemessener Frist. Absatz 2. Das rechtliche Gehör ist gewährleistet. Absatz 3. Jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Artikel 41 Verwirklichung. Absatz 1. Die Grundrechte müssen beachtet und geschützt werden und in der ganzen Rechtsordnung zur Geltung kommen. Absatz 2. Wer öffentliche Aufgaben wahrnimmt, ist an die Grundrechte gebunden und verpflichtet, sie zu schützen und zu verwirklichen. Absatz 3. Soweit sie sich dazu eignen, gelten die Grundrechte auch unter Privaten. Absatz 4. Der Staat vermittelt eine Erziehung zur Achtung der Menschenwürde und der Grundrechte. Artikel 42. Überprüfung. Die Verwirklichung der Grundrechte ist Gegenstand einer regelmäßigen, unabhängigen Überprüfung. Artikel 43 Einschränkungen. Absatz 1 Einschränkungen von Grundrechten bedürfen einer gesetzlichen Grundlage. Schwerwiegende Einschränkungen müssen im Gesetz selbst vorgesehen sein. Ausgenommen sind Fälle ernster, unmittelbarer und nicht anders abwendbarer Gefahr. Absatz 2. Einschränkungen von Grundrechten müssen durch ein öffentliches Interesse oder durch den Schutz von Grundrechten Dritter gerechtfertigt sein. Absatz 3. Sie müssen verhältnismäßig sein. Absatz 4. Der Kerngehalt der Grundrechte ist unantastbar. Dann geht es weiter mit dritter Titel, politische Rechte.